Hallo liebe YouTuber, willkommen auf meinem Kanal. Heute wollte ich euch eine Kleinigkeit zeigen, wie ihr eure Handtücher retten könnt und reparieren könnt. Bei meinem Handtuch hier ist der Henkel abgegangen. Ja. Ist einfach ausgerissen hier. Ist mit der Zeit bei vielen Handtüchern passiert das mit der Zeit. Dann sind sie einfach alt und dann gehen sie kaputt. Das kann man ganz einfach reparieren, wenn man den Henkel einfach schön wieder annäht. So. Ihr müsst darauf achten, dass das, was da ausgefranst ist, dass das umgeklappt ist, sonst franst das weiter aus. Ihr müsst das ein bisschen zusammen machen, so einfalten, so hier anlegen, unten anlegen. So, ist jetzt. Ist ein bisschen kleiner denn zum Festmachen. Ein bisschen, dass es das gerade ist. Ja. Und dann einfach mit der Nähnadel dann hier Rinnchen, Rauschen, Rinnchen, Rauschen, Rinnchen, Rauschen und Rinnchen, Rauschen und mit der Finger. So, das muss natürlich umgeklappt sein hier. Sonst franzt das aus, dann sieht das doof aus. So. Und dann hält das, dann kannst du es wieder anhängen. Oder was man noch machen kann, ist ja hier schon ein bisschen doof, das franzt ja hier auch schon aus, kann man den noch abschneiden. Hier. Man kann den Henkel einfach abschneiden. Was ich, wenn ich Textilien aussortiere manchmal, dann nimmt man sich die Henkel. Oder hier, guck mal, wie hier aus meinem Pullover. Der ist jetzt ein bisschen kurz, aber dann schneidet man die Dinger ab. Und dann nimmt man diese hier dafür. Die Etiketten, wenn er jetzt zum Beispiel so lang ist, dann kannst du die gut abschneiden hier. Dann faltest du die um, so wie das Etikett. Faltest du das schön um und nähst das schön zusammen. Sonst franzt das aus und nähst das dann an. Dann hast du das hier ein bisschen länger. Und dann kannst du es wieder aufhängen. So, liebe YouTuber, das wollte ich euch mal zeigen. Kleine Reparatur, die man so in seinem Haushalt machen kann, wo man ein bisschen 3 Fixsechser sparen kann, ein paar Cents. Bisschen Euros. So, und bis bald. Lasst ein Abo da, guckt gerne mal wieder rein und bis bald. Ich zeige euch so die Tipps, die mir so durch den Kopf gehen, die ich selber so mache, die ich euch dann zuteil werden lasse. Okay, bis bald. Ciao.